Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Deep 4. Wir müssen zurück zu Dubius, beziehungsweise in diesen Cooling-Raum, damit wir den Schleim wegsprengen können. Auch zu geil. Es soll so sein, es ist in Ordnung. Sind wir schon auf der richtigen Etage? Nein, ich glaube, wir müssen noch eine Etage runter, ne? Check schon, to outside. Ja, wir müssen noch eine runter, ab zur Leiter. Wartet mal ganz kurz, ich stelle mal tatsächlich die Waffe um, wollte ich sagen. Ich gehe doch mal auf die Schurze. Weil, das ist ein blödes Gefühl. Wir haben Ender eine Weile nicht gesehen. Ich habe im letzten Part jetzt auch gedacht, das kommt da in diesem engen Raum tatsächlich zu einem Bosskampf. Hätte ich aber echt ein bisschen Bammel gehabt mit dem ganzen C4 da drin, weil sonst hätte der ja nicht seinen... Ich glaube nicht, dass man da auf C4 schießt, dass da was passiert, aber... Videospiel, logisch, wäre da wahrscheinlich bei einem Bosskampf, wenn ich nicht vorsichtig gewesen wäre, alles in die Luft geflogen. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen in den Cooling Room und da das C4 benutzen. Dann versuchen wir das doch mal. Einfach hier, die sprengen immer alles lustig hier in die Luft. Ja, es ist auch... Hamas? Gut. Zum Glück kündigen die Bastarde sich immer an. Ich kann das jetzt hier nicht mal... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wartet mal, ich probiere mal, ob es geht. Nö. Aber versuchen wir mal, das Kontrollpanel kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist, aber geht auch nicht. Da muss ich mich erst bei Dubios melden, ne? Komm schon. Das ist doch Banne. Wenn der überhaupt nur da ist. Vielleicht ist er von Anna zerfleischt. Der lila Kasper. Oh Leute, ich weiß, ich frotzel die ganze Zeit rum, aber ich liebe dieses Spiel. Das ist so göttlich. Ich will davon eine Neuauflage. War letztens bei einem Videospielmagazin auf YouTube auch so die Frage, von was wollt ihr ein Remake? Hab ich gesagt, von Carrier und von Deep 4. I got the C4. Are you okay? Yeah. Put the C4 on the pump, but there's nothing to detonate it with. We have to find something that could send a strong electric current. An electric current? Oh, yes, that's right. Put the C4 on the cooling tank panel. Tear apart the panel and expose the wiring. That way, an electric current can run from here. You're a genius. Oh, nee, er auch noch. There's no time. Go and place the C4 on the coolant tank. Okay, stay put. Obwohl ich bei ihm nicht so ein schlechtes Gewissen hätte, ihn umzunieten, wie bei zum Beispiel Anna. Ja, aber wollte ich doch machen. Das ist wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Wenn du nicht vorher irgendwie einen Trigger gesetzt hast, dann kannst du die Aktion, auch wenn du sie weißt, nicht ausführen. Aber ich liebe das Spiel trotzdem. Leute, das ist cool. Aber dieser Backtracking ohne Ende, wenn ich überlege, was ich am Rennen bin. Aber da haben wir ja das Monster schon mal gekillt, da geht es jetzt schnell. So. Wir sollen das natürlich an die Schalltafel setzen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Ja, wäre aber bloß zwei Möglichkeiten gewesen. Wäre einfach mal hier das Geschlotze hier. Was immer noch nicht registriert. Und dann das Kontrollpanel. Ja, was sonst? Jetzt dürfen wir, oder? Ja, sehr schön. Oh, ich hoffe, der hat das nicht gerade mit dem C4 eingeschlagen. Ja, so kann man es machen, ne? Voll der Profi, ey, echt.
John, ich engagiere dich, wenn ich meinen Sprengmeister brauche. Ey, voll einfach bei den Kabelbaum rein, da pop. Das ist super. Ja, wirklich? Ich bin mit 2 Sekunden hier rausgekommen, bumm. Boah, ey. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas drücken musste. Ach, ruppt da einfach die Kabel rein? Das gibt's nicht. Ich hoffe, dass wir über das Panel von dem Bios das bedienen können und ich da nicht in dem Raum stehen muss. Einfach die Handvoll Kabel. Protz, wie super. Na ja, auch mal so. Okay, das war wohl richtig. The last thing to do is to escape. John, can I push the detonator? The building is like my child. I have to do it. It's all yours. Also Einbruch. Also dezenter. Oh, we did it. Es kühlt den Reaktor scheinbar gut ab. Und wir saufen dabei noch, aber es ist egal. Es war. How? The big gym is damaged. There's a tunnel that leads to the big table. Okay, let's go. I can't go in this condition. Don't give up. I've made up my mind, John. Get out of here. I don't want to hurt you. I will open the tunnel door for you with the remote. But hurry and go. Oh, John. You're a real man. Okay, ich muss gestehen, jetzt tut er mir doch ein bisschen leid. Aber das schafft das Spiel tatsächlich, so ein bisschen Momente aufzubauen. Ich hoffe ihn wirklich, dass er stirbt. Oh, hier ist ein Air-System. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Speichern tun wir nicht, weil es ist zwar viel passiert, aber nicht wirklich viel für mich. Das ist der Workers Corridor. Okay. Mist. Okay, haben sie ihn doch nochmal als Bosskampf eingebaut? Oh, der ist schnell. Macht auch zum Glück nie allzu viel Schaden. Aber ich pfeife mir trotzdem mal was rein. Wir haben es ja, also warum nicht, ne? Jetzt hat er mich so ein bisschen... Pass mal auf, ich habe eine Idee. Wir haben noch 2 Stun Grenade Geschichten. Mal an ihm vorbeikommen irgendwie. Geht gar nicht so einfach, ich sag's euch.
noch was? Falsche Taste. Und dann wechsle ich mal nochmal auf die normalen Granaten. Nein, nicht anzählt. Hallo. Zum Glück läuft das Spiel da nie weiter. Mann! Ich glaube, wir haben ihn. Ging ganz gut. Das ist aber ein bisschen Mitleidsbekundung, würde ich trotzdem gerne machen. Ich habe erst gedacht, ich habe lila gesehen, dass das Anna ist, aber dem war nicht so. Ich hätte mir trotzdem, muss ich gestehen, eher gewünscht, dass er vorher schon draufgegangen wäre im Wasser. Wo kommen wir dann eigentlich hin? Siebetunnel immer noch. Okay. Einfach mal rein. Ist egal. Okay, unter Wasser. Oh, jetzt fliegt er also in die Luft. Ich mach jetzt hier einfach mal einen Run. Ist mir scheißegal. Nein, oder? Ich kann gerade nicht viel machen. Das ist ein bisschen nervig. Bekunde ich noch mein Mitleid, ne? Ah, wir können raus, okay. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Also hier gegen ihn kämpfen war, glaube ich, echt eine doofe Idee. Schon die Leiche am Boden gesehen, aber ich will trotzdem mal den kompletten Raum abklappern. Cool. Ja, machen wir. Hui, es ist gerade echt hektisch. Ich lass mal die Sequenz laufen, auch wenn ihr sie schon tausendmal gesehen habt. Also unter Wasser wäre das, glaube ich, gegen Dubios nichts geworden. Und wir haben jetzt auch festgestellt, der ist ziemlich resistent, was Sauerstoffmangel angeht. Also der gute Mann kommt unter Wasser echt super klar. Ah, ich weiß, wo wir sind. Kuh und so. Emergency, emergency. The pressure within the base is low. There is danger of an explosion. All staff on base should follow the emergency escape manual and leave immediately. Finde ich jetzt nicht so gut. Schuss mittlerweile auf der Schrotze. Jawoll! Jetzt kurz gucken, wo ist denn die nächste Speichermöglichkeit? Kacke.
ich sag mal eiskalt, Kacke. Hat man Ruhm? Okay. Administration Room. Und schon wieder eine Zwischensequenz. Ich hack. Sharon. John, I was so scared. There was this monster. Sharon. Ach, wirklich? I'm glad you're safe. What about the dolphins? They're still in the pool. The last lever wouldn't budge. But you're back and I feel safe now. Sharon. Er schubst sie da weg und drückt einfach mal einen Knopf. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wer da ist. Also zwei Möglichkeiten gibt's. Ich tippe auf dubios. Sharon. Be careful. The dolphin. Ich habe keine Stun-Grenades mehr, das ist schade. Come on, Sharon. Let's go back to land together. Will you get back? What? Okay, drei Möglichkeiten. Ich habe die Kuh nicht eingerechnet. So, jetzt haben wir hier noch einen Bosskampf. Noch einen. Ist jetzt gerade hier Bosskampf-Rasch so ein bisschen. Das ist die Kuh. Verdammt. Und was ist die Fix? Au. Die ist wirklich nie langsam. Ich find's trotzdem irgendwie kaputzig. Irgendwie ist das gerade echt lustig. Es tut mir leid. Nein! Okay, nochmal gut gegangen. Au. Wir haben Heilung bei. Alles cool. Scheiße, wir brauchen Heilung. Ich nehme einen Resurrection Pack. Zu dem die auch fast voll sind. Das ist auch geil, dass man im Nachladen so ein bisschen schon weiterrennen kann. Das macht echt vieles einfacher. Die Father Macker! Toll, er hilft dir nicht, er klaut ihren Schlüssel. Ja, super, es ist klasse. Ich finde das Knorke. Weil ich liebe dieses Spiel, Leute. Jetzt muss man mal gucken, wo Sharon's Room ist. Ob das noch auf der Etage ist? Ach ne, wir sind ja sowieso, wir können nur noch den einen Raum lang. Super. Jetzt fängt das Beben an und das Bild sieht furchtbar aus. Oh Gott, egal. Ich krieg gleich Love Flash hier. Oh, Backe. Das ist Spiel schön. Das ist der Grund, warum ich Videospiele liebe. Ist total bescheuert manchmal. Aber es schafft mich zwischen Lachperl, Flash und Freudentränen dabei und Trauertränen irgendwie gleichzeitig irgendwie zu berühren. Wir sind gerade rausgekommen aus dem Fahrstuhl, oder? Ich muss eigentlich in den Storage Room bloß.
Da möchte ich auch gerade hin, weil ich will speichern, Leute. Ich will speichern. Breeding Pool. Obwohl, ich glaube, da war eine Speichereinheit. Zumindest gibt es da Sauerstoff und ich kann meinen... Scheißen. Ah. Auch gut. Or Sharon's life will be wasted. Dummer Flipper, komm, mach was. So wie ganz schön gelbe Zähne, ey. Der raucht bestimmt weniger und trinkt auch weniger Kaffee als ich, aber hat gelbe Zähne. Hä? Irgendwie verliert er hier irgendwo mehr oder weniger alle Leute hier am Markt, ne? Danny ist, glaube ich, noch da. Den haben wir nicht sterben sehen. Ja gut, Sharon haben wir auch nicht sterben sehen. Danke. Danke. Also das war jetzt schon wieder so ein so richtig schöner Marathon. Ich bin sehr froh, dass wir speichern können. Und sage an dieser Stelle, ich danke euch für die Teilnahme an diesem Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wir haben ja Sharons Schlüssel. Dann gucken wir uns natürlich mal in ihrem Zimmer um. Ich hoffe, das wird nicht zu stressig und ich sage an dieser Stelle, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Dieb 4, ciao.